Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial von mir. Wir wollen heute gemeinsam wieder etwas auf der Strickmaschine stricken. Es ist ja eine Strickmaschine. Und zwar, Strickmaschine ist ja soweit bekannt schon, brauche ich gar nicht viel erklären. Mein Modell ist von Adi. Die Express King Size. Schieß mich tot, Strickmaschine. Und ich möchte heute einen Loop für meinen Mann stricken. Der benutzt die ziemlich gerne und hat sich jetzt auch wieder eins gewünscht. Und dazu benutze ich die Schachenmeier Bravo Original. Und zwar machen wir das doppelfädig. Das ist beides dieselbe, die Banderole ist ein bisschen anders. Ja, also ich nehme die beiden zusammen. Und gibt es da noch irgendwas zu sagen? Ja, 50 Gramm haben 133 Meter. Und sie ist für eine Nadelstärke, hier seht ihr nochmal die Farbdings, die Farbnummer. Und sie ist für eine Nadelstärke 3. Habe ich das jetzt falsch? 3 bis 4, genau, ich wollte gerade sagen. Also Nadelstärke 3 bis 4, das ist okay, wenn wir das doppelt verstricken, ist das völlig okay. Umso schön dicker wird das. Und zwar wird der Loop doppelt sein. Das heißt, wir nähen den dann nachher so zusammen, dass der doppelt lagig ist, doppellagig. Also mit zwei Fäden doppellagig, so. Also richtig dick. Davon hat mein Mann schon ein paar Stück, aber er hat sich nochmal eine schwarze dicke Variante davon gewünscht. Was braucht ihr noch? Wir brauchen eine Schere, eine Nähnadel, eine Stopfnadel und eine Häkelnadel brauchen wir diesmal. Ja, also das sind so die Sachen, die ich jetzt dafür verwenden werde. Und wie gesagt, die Strickmaschine natürlich. Ja, ohne groß und viel zu erzählen, zeige ich euch gleich mal den Anfang. Wie ich das mache, das ist ja so ähnlich wie die Mütze, das Mützentutorial, was ich euch schon gezeigt habe. Ich muss immer darauf achten, dass ich auch wirklich hier in der Mitte arbeite. Ich komme gerne mal aus der Kamera raus. Das heißt, wir brauchen diesmal ein bisschen mehr Garn, hinterher zum Vernähen von der Seite und deswegen lassen wir uns ruhig ein gutes Stück davon hier drinnen in der Mitte einfach reinfallen lassen. Genau. Und dann kommt ja dieses, wir fangen bei den schwarzen Stäbchen an. Es gibt weiße und drei schwarze. Das ist unser Rundenanfang. Und wir fangen bei den ersten schwarzen an und gehen immer eine vor. Eine zurück, eine vor, eine zurück. Und das machen wir die ganze Reihe. Eine vor. Aufpassen, dass er auch beide Fäden nimmt. Ja. Ich weiß auch gar nicht jetzt, wie viel Garn ich jetzt dafür verbrauche von den 50 Gramm. Ich hatte das sonst mit 100 Gramm Knäueln gemacht. Ich werde das jetzt mal sehen, wie lange wir das machen. So, ich schiebe das bis durch. Hier unten rein und dann legt euch genug Garn locker hin und dann fangen wir an zu stricken. Und zwar, bevor ich jetzt anfange mit dem Krach machen, mache ich erstmal 120 rein, so in etwa. Gucke erstmal, wie weit ich mit den Garn komme, weil ich brauche ja hinterher auch noch was zum Vernähen. Und deswegen, wir machen jetzt erstmal 120 Reihen. Ihr habt ja hier vorne so eine Anzeige. Darauf seht ihr das. Ja, es knackt. Wie viele Reihen ihr habt. Wie gesagt, das ist die erste Reihe. Die haben wir jetzt geschafft. Und jetzt wird es auch ein bisschen leiser, nicht ganz so laut.
Okay. Also für 120 Reihen hat es dann doch nicht ausgereicht. Ich bin mit meinen 50 Gramm Knäuel bis zu 100 Reihen gekommen. Ich hoffe, das reicht mir jetzt. Das habe ich noch übrig. Auch unterschiedlich. Aber das wird schon reichen fürs Vernähen. Mal gucken. Das packen wir uns zur Seite. Und jetzt Achtung, keinen Schreck kriegen. Jetzt kommt noch mal ein Kontrastgarn dazu, das ich mir hier hinlege. Da ist das egal, da braucht ihr keine Länge. Das ist einfach nur für euch gleich. Und damit mache ich auch noch mal so circa schön festhalten beide. So circa 5 Runden noch mal drüber. Okay, dann schneide ich den ab, den Faden, pack den raus, ups, so, und halte meine Fäden fest und mache jetzt einfach alles locker. Zack, runter ist es. Das ist das gute Teil. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mir jetzt hier die Fäden nicht rausziehe. Okay. So. Ups. Okay. So. Wieder sämtliche Haare mit eingewoben. Na? Hält das diesmal? So. Schön straff ziehen alles. Und dann mal legen wir das doppelt. Wo sind meine ganzen Fäden? So sieht es denn schon fast fertig aus. Wie gesagt, wir müssen das jetzt hier ringsherum in die Variante. Die geht ein bisschen einfacher. Also da zieht er bloß die Fäden hier quasi durch die Maschen durch. Vernähen wir die Fäden, die mit den rosanen quasi verbunden sind, also unsere Endfäden vom Schwarz. Die vernähen wir jetzt miteinander. Vorsicht, näht bitte das Pinke oder das Kontrastgarn da bitte nicht dran fest. Ansonsten habt ihr das Problem, dass ihr das doch dran lassen müsst. Genau, so, das reicht erstmal. So ist das gesichert. Und jetzt können wir hier das Pinke erstmal wieder abmachen. Wo ist der Anfang? Da so. Ja. Irgendwo hängt. So, aha.
raus damit. So. Okay. Den können wir weiter vernähen. Wie gesagt, denkt bitte vor dem Nähen nochmal dran, dass ihr das wirklich auseinanderdehnt nochmal, damit der Kopf da wirklich durchgeht. Also nützt nichts, wenn ihr das total eng und straff macht und dann kommt da kein Mensch mit dem Kopf durch. Cute. Und der andere Faden. So, jetzt habt ihr ja hier die unschöne Kante, die lassen wir ein bisschen nach drinnen verschwinden. Dann entfusseln wir das noch ein bisschen, weil die Katze hängt hier überall dran. Ja. Also quasi von innen sieht das jetzt so aus. Diese Karte, die sieht natürlich wesentlich schöner aus als die hier. Da habe ich den Faden nicht. Der war halt noch zu locker. Den hätte man fester ziehen müssen. Aber so laufe ich wenigstens nicht Gefahr, dass da keiner durchkommt. Also ist super dehnbar. Hier. Ihr Lieben, das ist mein Loop. Super schnell gemacht. Sehr, sehr, sehr dick, dadurch, dass er wirklich doppelt ist. Also das muss man gar nicht so dick machen, aber ich mache das immer so. So. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nacharbeiten. Und ich sehe gerade, die Schere macht mir hier bald das kaputt. Und jo, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zu meinem nächsten Video bald wieder. Macht's gut.